Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johannes Ungerer und ich grüße dich zum heutigen Video. Ich bin hier gerade in so einer Unterkunft in Nazareth, und, also in Israel. Mega cool hier, schau mal die Fenster. Oh, ne, kriege ich nicht auf. Schade. Ah, doch, kriege ich auf. Schöner blauer Himmel. Ich finde Nazareth ultra schön. Ich reise gerade ein bisschen durch Israel. Jerusalem fand ich viel zu stressig, fand ich gar nicht gut. Aber hier fühle ich mich sehr, sehr wohl. So, und das passt nämlich auch, warum zeige ich dir diesen Ort so genau? Da Israel ja auch eben ein Land ist, wo extrem stark Religionen vertreten sind. Hier gibt es ja sehr viele Moslems, hier gibt es viele Christen und vor allem aber auch, nein, Christen gibt es nicht viele, aber Juden gibt es vor allem sehr, sehr viele, der Großteil der Bevölkerung, ungefähr 75%. Und wenn man hier halt ist und hier so ein bisschen rumreist durch die Städte, dann kriegt man halt auch schon ganz, ganz, ganz viele Menschen mit, die halt auch einfach ja, sehr religiös sind, und vor allem gibt es halt auch sehr viele spirituelle Menschen. Und dazu passt auch eine sehr coole Frage, und zwar habe ich mich neulich mit einem Kumpel unterhalten und habe ihn gefragt, was ihm so als erstes für ein Thema in den Kopf kommt, wenn es so um meinen Channel geht, um die Videos hier, die ich mache. Und dann hat er selber gesagt, dass er nicht zu tief in das Thema Spiritualität eintauchen möchte, weil er halt das Gefühl hat, dass Menschen, die dort sehr tief eintauchen, schnell verrückt werden. Ja, und da möchte ich heute eben gerne drauf eingehen und also meine Meinung dazu mitgeben. Und ich kann das definitiv sehr, sehr gut verstehen. Von daher, let's go. Wenn dich das auch interessiert, dann freue ich mich, dass du beim heutigen Video dabei bist. Also erstmal der erste Punkt, wie in jedem Bereich, egal ob man über Spirituelles spricht oder ob man über Unternehmer spricht oder ob man über Anhänger der Linken spricht oder ob man über Fußballspieler spricht oder was auch immer. Man hat immer direkt ein Bild im Kopf, egal ob man sich mit dieser Menschengruppe auskennt oder ob man sich nicht mit dieser Menschengruppe auskennt. Und gerade bei Spirituellen ist es halt so, dass das erste Bild, was bei mir jedenfalls in den Kopf kommt, ist so ein Hippie, der den ganzen Tag nur noch rumchillt und überhaupt nichts mehr macht, nur am Kiffen ist und am Existenzminimum lebt, wenn er überhaupt am wirtschaftlichen System teilnimmt, und der halt irgendwie so ganz komische Gedanken hat und den ganzen Tag halt nur rumliegt. So, das ist halt, was ich halt so im Kopf habe, wenn ich jetzt spirituelle Menschen zusammenfassen müsste, so in einen Menschen, ja. Deswegen verwende ich auch nicht wirklich das Wort Spiritualität. Ich habe es so in ein paar Videos auch hier auf meinem Kanal verwendet. Das, was ich eben auch an Videos mache, kann man teilweise auch spirituell nennen. Ich benutze aber das Wort einfach nicht gerne, weil eben genau das dann in den Kopf kommt bei den Menschen, was das hier einfach nicht ist, ja, was das hier nicht ist, sondern das hier ist auch was Praktisches für Unternehmer, die einfach sowohl in ihrem Berufsleben als auch in ihrem Privatleben mehr Erfolg haben möchten, die glücklicher sein möchten, die mehr Geld verdienen möchten, die was auch immer für Ziele haben, die sie erreichen möchten. Und das geht, glaube ich, sehr, sehr stark weg von dieser allgemeinen Verbreitung eines Spirituellen. Also, und was ich immer spannend finde, ist generell, egal auf welche Menschengruppe du jemanden reduzierst, es gibt immer diese extremen Beispiele, die halt hervorstechen. Genauso wie früher das Bild eines Unternehmers, so ein dicker, fetter Typ, ohne Emotionen, ein rationaler Mensch, mit Zigarre im Mund, schlecht gelaunt, das war so der Unternehmer. Ja, wenn du mit Menschen über Unternehmer gesprochen hast, das war so das Bild der Unternehmer. Oder wenn wir nochmal das Beispiel mit dem Linken nehmen, oder irgendwie eine Linksaktivistin. Was stellst du dir darunter vor, unter einer linken Aktivistin? Da hast du ein ganz klares Bild. Ich stelle mir dann immer, egal, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, was ich mir dann immer so vorstelle, aber auf jeden Fall, extreme Beispiele stechen halt auch extrem hervor. Und genauso ist es eben auch, wenn du über spirituelle Menschen nachdenkst und dir jemanden vorstellst, der eben sehr, sehr stark und sehr tief in diese spirituelle Materie eben eintaucht. Das ist so die eine Sache. Und gleichzeitig ist es so, immer wenn du tiefer auch eine Menschengruppe kennenlernst, ja, zum Beispiel, ich habe jetzt das Glück erfahren in der Vergangenheit, dass ich die Unternehmer sehr, sehr gut kennenlernen durfte, weil ich einfach selber auch Unternehmer bin und eigentlich mein gesamtes Umfeld aus Unternehmern besteht. Und ich kann hundertprozentig bestätigen, dass dieses Bild, ja, was die Allgemeinheit von einem Unternehmer hat,
dass es vollkommen falsch ist, ja, und 120% an dem vorbeigeht, was ein Unternehmer halt einfach wirklich ist. Ja. Ein Unternehmer kann komplett so ticken oder ganz, ganz anders, ist völlig egal. Und genauso ist es eben mit fast allen Dingen und so ist es eben auch mit spirituellen Menschen. Spirituelle Menschen, die meisten von denen fallen überhaupt nicht auf, ja, weil die einfach nicht so in dieses Extreme fallen, sondern spirituelle Menschen sind einfach die, die sich mehr mit den tiefgehenden Fragen im Leben beschäftigen, ja, die einfach auch mehr herausfinden möchten, warum wir eigentlich hier sind, warum wir existieren und die halt wirklich ein bisschen auch weiterdenken als das, was so in unserer 3D-Welt halt passiert, ja, wo wir versuchen als Individuen möglichst viel Reichtum anzuhäufen, möglichst viel Erfolg für uns, möglichst was auch immer so in unser Leben zu ziehen, möglichst viel Vergnügen im Leben zu haben, was auch immer. Und spirituelle Menschen können genau das auch alles haben und machen auch genau das und arbeiten auch an ihren Zielen und sind zielstrebig und ehrgeizig und was auch immer, ja. Die können riesige Unternehmen aufbauen, spirituelle Menschen. Das Einzige, was die halt machen, in meinen Augen ist, oder so wie ich es jetzt auch erfahren habe, ist, dass spirituelle Menschen halt einen Schritt weiter gehen, ja, und parallel auch zu den Dingen, die sie in der 3D-Welt machen, auch wirklich ein bisschen tiefer gehen und schauen, hey, was gibt es da eigentlich noch, vor allem auf energetischer Ebene. Ja, wenn wir in dieser 3D-Welt halt schauen, okay, ich baue mir jetzt hier ein Haus auf, ich baue mir ein Unternehmen auf und was, wenn man aber wirklich mal darüber hinausgeht und in diese Sphären versucht einzutauchen, in die man mit dem Verstand nicht wirklich sich zurechtfinden kann, wie zum Beispiel, wenn du unterm Sternenhimmel liegst und einfach nur in die Sterne guckst und in diese Unendlichkeit vom Universum und dir einfach diese Fragen nicht beantworten kannst, du einfach nicht verstehst, was da vor sich geht, was die Welt eigentlich ist, was das Universum eigentlich ist. Und entweder ist es so, dass dich das überhaupt nicht interessiert, dass du einfach in deiner 3D-Welt bleibst und hier halt wirklich das Leben so lebst, wie du möchtest, was hundertprozentig gut ist. Und dann bist du halt einfach nicht spirituell, was ja auch kein Problem ist. Oder aber, das juckt dich irgendwie, du möchtest herausfinden, warum. Also warum sind wir da, warum leben wir? Und es interessiert dich einfach auch total tiefgehend, warum. Du hast einfach viele Fragen und es juckt dich in den Fingern, du möchtest diese Fragen herausfinden und dann gehst du halt einfach tiefer. Und das ist dann eben, wenn du in diese Ebene der Spiritualität gehst. Das bedeutet aber niemals, dass du irgendwie plötzlich ein Hippie wirst, der den ganzen Tag nur noch kifft und kein Geld mehr verdient. Ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern das ist der einzige Unterschied. Und das, was die Menschen halt, die auf so einem spirituellen Weg sind, was sie halt wirklich versuchen, ist, sich selbst zu erkennen und herauszufinden, wer sie selbst eigentlich wirklich sind. Und das ist eben dann auch das, was bei spirituellen Menschen im Alltag einsetzt, und zwar ein höheres Selbstbewusstsein zum Beispiel. Man erfährt sich selbst dadurch, dass man tiefer geht und eben nicht immer nur an der Oberfläche kratzt. Und dadurch hat man ein viel tieferes Selbstvertrauen. Ja, man erlebt sein Leben ganz anders. Man nimmt die Wahrnehmung dadurch, dass man Dinge einfach versteht, die man sich vielleicht nicht unbedingt in einem Leben, so Fragen, die man sich vielleicht nicht unbedingt stellt. Wenn man sie sich dann aber doch stellt und tiefer geht, dann versteht man einfach Dinge und hat ein viel, viel tieferes Vertrauen auch in das Leben. Ja, man kann seine Ängste loslassen, man kann glücklicher werden, man kann seine Abhängigkeiten loslassen. Zum Beispiel, wenn du jemand bist, der irgendwie abhängig ist davon, von einer bestimmten Aktivität, von einem Menschen, von einer Sache, Geld, was auch immer, ja, dann wirst du immer Angst haben, wenn es um diese Sache geht. Weil entweder wirst du viel davon haben, aber dadurch, dass du diese Angst noch in dir drin hast, wirst du immer das Gefühl haben, du brauchst noch mehr. Oder du könntest es verlieren. Ja, es ist auch immer ganz lustig, wenn du sehr viel hast, aber damit davon abhängig bist, dann kannst du das nie so hundertprozentig genießen, weil du auch immer so ein bisschen unterschwellig zumindest dieses Gefühl hast, ich habe jetzt zwar so viel, aber jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich das nicht mehr verliere. So. Und das ist halt immer, so ein leichtes, ungutes Gefühl, was deine Wahrnehmung der gesamten Realität auch, halt auch einfach verändert und dir im Endeffekt ein bisschen deiner Lebensfreiheit und deines Lebensglück eben wegnimmst. Und in der Spiritualität schaffen Menschen es halt einfach auch, sich ihre Ängste zu lösen, dadurch, dass sie sich selbst erkennen, selbstbewusst werden und schaffen es dann eben auch komplett diese Abhängigkeit zu lösen, sind nicht mehr darauf angewiesen, irgendwie zum Beispiel viel Geld zu haben. Und ab diesem Moment fällt es ihnen halt total spielerisch leicht, auch sehr, sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Und es fällt ihnen total leicht, auch wenn sie viel Geld haben, trotzdem ihr Leben hundertprozentig zu genießen und nicht irgendwie ungute Gefühle zu haben oder ständig das Gefühl, dass man wieder alles verlieren könnte. Und bei den meisten Menschen wirkt sich Spiritualität einfach nur so aus,
dass sie entspannter werden, dass sie ihr Leben nach ihren eigenen Maßstäben leben und dass sie glücklicher sind. Und das ist das, was Spiritualität bei den meisten Menschen auslöst. Und nicht, dass sie irgendwie ein Hippie werden, der sich an Bahngleise kettet. Nein, das ist vielleicht auch ein spiritueller Mensch, aber das ist nicht der Weg, den du gezwungen bist zu gehen, wenn du ein spiritueller Mensch bist. Es ist vielmehr so, dass du durch die Spiritualität erfahren darfst, dass du nichts in deinem Leben tun musst, was gezwungen ist. Du musst dich im Leben zu nichts zwingen. Und das ist das, was ich zum Beispiel gelernt habe durch die Spiritualität, wofür ich sehr, 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 sehr dankbar bin. Ja, die Frage, warum die Menschen verrückt werden, ich bin ein bisschen von der Frage abgekommen, auf die ich ursprünglich eingehen wollte. Warum Menschen verrückt werden durch die Spiritualität, genau, da gehe ich jetzt noch eben drauf ein, noch zum Ende des Videos. Und zwar ist das aber auch super easy beantwortet. Es ist wie mit jedem anderen Glaubenssystem. Wenn man halt die Spiritualität nicht als etwas erfährt, was man halt wirklich spüren und erfahren kann, sondern wenn man zum Beispiel ein Buch eines Spirituellen liest und dann das Glaubenssystem des Autors zum Beispiel übernimmt. Ja, oder meinetwegen, wenn du, das ist eigentlich das, was die Religionen machen. Ja, die nehmen einfach ein Buch, das eigentlich ein Wegweiser für dich sein soll, wie zum Beispiel die Bibel oder der Koran, ein Wegweiser, dass du halt Gott selbst erfahren kannst. Problem ist aber, die Religionen, die nehmen dann dieses Buch und statt, dass sie den Wegweiser erkennen und das, was in dem Buch steht, selbst erkennen, übernehmen sie einfach das, was dort geschrieben steht und die Meinungen, die dort geschrieben stehen, übernehmen sie und bauen daraus eben ein Glaubenssystem. Und wenn jetzt ein Mensch dieses Glaubenssystem übernimmt und für seine Meinung übernimmt halt, als seine eigene Meinung übernimmt und in die Welt rausträgt, ohne das selbst zu erfahren, ohne das, was dort beschrieben ist, selbst zu erfahren, dann ist es so eine Art Ideologie, die man hat. Ja, weil du redest dann und du glaubst, du kannst gar nicht wirklich an das glauben, was du sagst, weil du es selber nie erfahren hast. Und das ist dann noch das, was passiert, warum einige spirituelle Menschen eben so verrückt wirken oder verrückt werden, ist einfach, dass sie ein Glaubenssystem übernehmen, was sie selber eigentlich gar nicht erfahren haben. Und das ist dann genauso das andere, dann rennt man halt einfach wieder einer neuen Idee hinterher und das ist einfach dann der Grund, wieso solche Menschen vielleicht auch selbst verrückt werden, weil sie nicht wirklich das selbst erkennen, was sie da den ganzen Tag von sich geben und predigen. Oder aber, was auch sein kann, warum ein Mensch verrückt wird, ist, dass er sich einfach selber sehr, sehr viel besser kennenlernt und einfach das, was er auf authentische Art und Weise ist, einfach überhaupt nicht in die Gesellschaft passt. Ja, das gibt's auch. Und dann kann es auch sein, dass dir ein Mensch irgendwie verrückt erscheint. Einfach, ja, wenn es seinem Naturell entspricht, irgendwie obdachlos an der Küste zu leben und den ganzen Tag nur auf seiner Blockflöte zu spielen. Wenn das sein authentisches Ich ist, wo er voll in seinem Element ist und voll glücklich ist, dann ist er vollkommen verrückt in meinen Augen und aus der Sicht der Gesellschaft. Aber das ist ja gut so, wenn er das authentisch ist. Ja, und das ist das, was ich jetzt als letzten Satz dir noch mitgeben möchte. Mit der Spiritualität, die hilft dir einfach, dass du dich selber erkennst. Ja, und dass du im Leben aufhörst, anderen Menschen hinterher zu rennen, die Meinung anderer Menschen zu vertreten, ohne sie irgendwie zu hinterfragen. Und dass du einfach dich selbst zunächst erkennst und dann von dieser Grundlage, von dieser tiefen Entspannung, von diesem tiefen Vertrauen, weil du weißt, wer du bist, darauf aufbauen kannst du dir dein Leben kreieren, wie du möchtest, kannst dir dein Unternehmen, deine Arbeit kreieren, deine Beziehungen kreieren, alles, was du möchtest, einfach weil du dich selber kennst und du weißt ganz genau, warum du die Dinge tust und du weißt auch, warum du gewisse Dinge nicht tust, ja, weil sie einfach entweder zu dir passen oder nicht passen, sich gut anfühlen oder nicht gut anfühlen. Und das fällt dir deutlich leichter, wenn du eben auch dich mit dem Thema beschäftigst. Und dafür ist ja auch mein Kanal da. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, dann abonniere diesen Kanal auf jeden Fall und komm auch in unsere Facebook-Gruppe. Du findest unten den Link in der ersten Zeile der Videobeschreibung. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Klick jetzt unten auf den Link und sende uns deine Beitrittsanfrage. Dann schalten wir dich da frei. Und ja, dann können wir uns dort austauschen. Auch kannst du definitiv noch sehr, sehr, sehr viel an Mehrwert auch für dich mitnehmen, für dein eigenes persönliches Wachstum und auch spirituelles Wachstum, wenn du das möchtest. Und ja, von daher vielen Dank.